Da, gerade da oben sind wir, die Burg drinnen. Die Burg nicht, meine Burg Griesenfels. Das ist die Außenansicht. Da wolltest du hin? Ja, das ist die, die Außenansicht von 5 Freunde 5 die Burg. Und da ist es lang. Ja, wo sie übernachtet haben. Nur die Außenaufnahme. Genau, da ist es aus, der Flüssel. Jetzt fahren wir kurz nach oben. Kurz mal unten laufen, ist mal schön. Leicht links abbiegen. Ja, leicht links, da musst du so links. So links. Ach so. Vorsicht. Dann kommst du nicht ganz hoch. Nach 300 Metern links abbiegen. Auf Google Maps steht drauf, dass das Schloss ab 14 Uhr offen ist. Puh, keine Ahnung, was ist offen. Ob das. Ob da eine Führung ist oder keine Ahnung, was das Schloss hat. Also, guck mal, fahren wir jetzt gerade dazu, das ist ein Oberhalbschloss und da ist ein Außengebäude, ein Außen und eine. Und das war 5 Freunde 5, also 5 Freunde Teil des Sauer, das Pension, das ist. Krökelstein, nach 5 Kilometern haben wir da nach 500 Metern links abbiegen. Was ist da links? Schloss Wiesenfels. Ups. Ja, das kannst du. Ja, es sind viele Wandern hier. Glitzer, glitzer. Halt Wanderer unterwegs. Freut sich halt wieder. Ja, der sowieso. Ja, schöner Wald. Oh, schau mal her, der Baumann, ja. Wie der schön gegabelt ist, ne? Ja. Ein Prachtstück. Wow. Helmets auf. Ja, kleine Katze. Jetzt sind wir oberhalb des Schlosses Wiesenfels, von Wiesenfels. So. Das Schloss Wiesenfels oberhalb. So. Man darf das nicht bewerten, wie weit kommt ein Stück, aber runterlaufen kann man. Nur das da. Da kann das Gebäude, das ist von den 5 Freunden als Pension zu sehen, wie die 5 Freunde übernachtet haben. Das ist ein Gebäude von ein Nebengebäude von dem Schloss, also es ist ein oberhalb des Schlosses Wiesenfels. Da steht auch ein Balkonstück. Also darf man vielleicht schon hochlaufen? Nein, nicht. Und da steht irgendwas Beschreibung. Schlossführung. So. Schlossführung, Schloss Wiesenfels. Jeden Sonntag von 14 bis 15 Uhr. Schloss Wiesenfels. Schloss Wiesenfels ist
der jüngste von drei weiteren Wehranlagen. Ein Ansitz im Tal, keine Spuren mehr vorhanden. Ja, Oberwiesenfels in Richtung Treunitz. Walreste noch zu sehen. Und der Weißenfels ist in Richtung Freienfels. Keine Spur mehr vorhanden. 1476 bis 1481 erbaut durch Dietz von Otto von Gaich. 1525 im Bauernkrieg gebrannt, schatzt. Wiederaufbau im alten Stil durch Achatz von Kiech. 1623 im 30er Krieg Bewirtschaftung durch den Verwalter des Orbisten von Seils. 1883 das 1773 erbaute Amtshaus in Besten wird abgebrochen und hier als Forsthaus wieder aufgebaut. 1938 Tod des letzten Grafen Franz Friedrich Karl Lotter von Griech. Von Griech oder sowas. Das Schloss geht auf dem Erbweg auf die Freiherren Hiller von Gerdring über. 1946 bis 1956. Was war denn, hat mich da was gestochen, oder? Ja, da links. Wo da? Da. Das da? Ja. Ja, das tut bei mir auch. Ja. 1946 bis 1946 bis 1956 Flüchtlingslager für Heimatvertriebene aus dem Süddeutschland. 1969 Frau Dr. Füke Bender kaufte das Schloss von Freiherrn Hiller von Gärtnering. 2003 Tod von Frau Dr. Füke Bender. 2009 erneut Übergang im Privatbesitz. Also Eintritt, Führung. Erwachsene kostet 3 Euro, Jugendliche von 10 bis 18, 2 Euro, Kinder frei. Krippenführung ab 10 Personen nach telefonischer Vereinbarung unter, ja, zurzeit geschlossen. Ja, zurzeit geschlossen, ist witzig. Ja, kannst du. Zurzeit ist es geschlossen. Schon wieder so ein Scheißvieh. Ja, sag ich doch, gell? Die sind jetzt hier lästig. Das war Grüne. So, war eine gute Aufnahme. Und das war das Haus. So, Leute, leider ist es geschlossen und dahinter, wir können das sehen, das war die Pension, wo die fünf Freunde benacht haben. Von den fünf Freunde, fünf in Tal der Sauer. Tal der Sauer haben die da drin benachtet, wo es die Panne hatte und dann Pension suchten. Ja, das ist halt ein extra Gebäude neben dem Schloss. Kurz zum Schloss, aber ein extra Gebäude. Mehr kann man nicht rangehen, da ist Privatgrundstücke drauf hier. Privat. Ist hier privat. Das muss man wohl akzeptieren. So. Dann geht's hier weiter. Muss man aufpassen, hier wird ein schnelles Viech gestochen. Hä? Privatweg, gell? Ja. Das ist ein Privatweg. Das ist das Haus. Also, so schaut es in echt aus. Und im Film haben sie halt da, halt, soll es bei Zunda darstellen, haben sie halt da vorne Tisch und Stühle hingestellt. Also, so schaut es in echt aus. Das Gebäude.
So schaut es echt aus. Ja. So Leute, ich gehe zurück ins Auto. Hier kommt nur so viel Schnacken. Wir werden nun verstochen. Ich komme echt nur schnacken. Und rein mit. Und rein. Die Viecher kommen. Die bösen Viecher. Ja Leute, hier kommen halt die scheiß Viecher. Die wollen von uns stechen. Hier kann man schon rumlaufen, oberhalb. Jetzt haben wir unterhalb, ist auch schon hier, was zum nächsten Ziel geht. Wie gesagt, jetzt geht's weiter. Also hier, aufpassen, hier kommen die scheiß Mücken, stecken ein. Hier kann man eben türmen. Warte. Nein, jetzt will ich es wieder wegmachen. Dann habe ich alles so verbockt. Gib mir mal. Mach die Jutsu! Mach die Jutsu! Ja, die Filme kann man jetzt immer noch, ich muss aufräumen. Mach das erstmal. Mach die Jutsu! Was machst du da? Halt alle Mann, ich muss in den Kalo reinsitzen. Dann krieg ich in sein Bett rein. Kamera läuft. So. So, weiter geht's. Hab du, dass du Jutsu gemacht hast? Ja, da. Die sind ja mir hinterher gerast. Deine Fans. Na toll. So, na, ihr auch? So, da müssen wir hier noch drehen. Da war es die Pension. Kannst du einen Moment halten? Wir drehen jetzt hier. Ja, ich habe vergessen. Wir müssen es ja noch anschneiden. So. Jetzt verlassen wir die Schnackenparade. Hier gibt es sogar grüne Schnacken. Die sind 2 cm lang. Das war's da hinten. Und das war aber weiter als da. 2 cm lange Schnacken. Grüne und schwarze. Ja. Stechen tun sie gut. Ja, ich hab's auch gemerkt. Aua, stecht mich doch schon wieder. Ja, das war jetzt geregnet hat und jetzt alles feucht ist. Ja. Und das sind die ganzen Mucken unten. Nach 300 Metern links abbiegen. Komm, was ist das Sofa? So. Mhm. Links. Jetzt geht ja weiter ins Abenteuer. Jetzt laufen wir unten Ort. Dann gehen wir nach Turnau. Das hat die schönsten Orte hier. Also. Das weiß ich dank durch die 5 Freunde, 5 Filme. Teil der Sau, ja. So schöne Orte gibt es hier. Links in der Schweiz. Dann wenden. Jetzt runter. Ja, runter jetzt wieder. Drauf geht, was wir runter. Unseren Parkplatz machen wir zu unten. Nach 100 Metern links abbiegen. Links abbiegen. Links. Mach ich bestimmt nicht. Wir wollen ja runter. Und laufen. Nach 200 Metern links Richtung B22 abbiegen. Ja, guck, film das da. Guck, schöner Sprach zu einem Schloss. Links Richtung B22. Oh. Ist das vordere Teil? Von dem Schloss? Ja, von der anderen Seite, ja. Okay. Das ist von der anderen Seite. Von hier aus kannst du es kurz sehen. Jetzt. Machen wir es mal. Aber es schaut nicht so prunkvoll aus wie die normalen Schlösser, die wir kennen. Das ist ein ganzes Schloss. Das ist an der anderen Seite. Das ist so. Ja, Schloss, klar, keine Burg. So, weiter geht's. Oh, das ist schön. Wir waren unten, kann man auch schönes sehen, den Fluss angucken. Ist schön anzugucken hier. Wir brauchen nur ein paar Platz.
scharf links auf B22, dann scharf links. Da haben wir noch schon mal geparkt. Ja, weiß ich. Ich glaube, bei den Möbeldings sind wir runtergefahren, oder? Ja, da sind wir links. Ja. Ja, sonst wird's ja nichts. Nach 300 Metern links abbiegen. Haben wir gefragt. Nach 100 Metern rechts abbiegen. Und da hinten, ne? Rechts abbiegen. Ja, aber jetzt. Wir suchen einen Parkplatz. Da. Da sind wir runtergelaufen. Da gibt es Parkplätze. Nach 200 Metern rechts Richtung B22 abbiegen. Stellen wir mal dahin. Auf den Platz, auf den Parkplatz. Genau unter der Burg. Wuff! Sagt er, geht so wuff! Schlammbambula! Brumm! Gib mir die Kamera da. So, das sind wir jetzt unter der Burg. Fliesenfels. Und das ist ein wunderschöner Ort. Das müssen wir alles mal zusammen machen. Hohenfeld. Hab ich zugeschlossen? Hab ich nicht. Gut, hab ich. So, liebe Leute, da ist es. Schloss Wiesenfels unterhalb. Wie gesagt, haben wir da schon schöner Fluss. Und da war es auch geparkt. Ein wunderschöner Ort hier. Wirklich wunderschön, kann ich euch sagen. Und wie gesagt, das ist das Schloss zu sehen in fünf Freunde im Tal der Sauer, wo die fünf Freunde bei der Wanderung zum Dinoknochen übernachtet haben. Nur die Außenaufnahme. Und da hinten die Pension, wo sie übernachtet haben. Die Aufnahme ist, wie gesagt, in Turnau, Schloss Turnau, da wo auch Szene 1 der Blumenladen gefilmt worden ist, als Blumenladen, das ist in Wirklichkeit ein Museum am Dörferei ist und das Museum, das Rathaus. Und das ist ein wunderschönes Schloss, oder? Das sieht man in der Außenaufnahme. Jetzt gehen wir hier und gucken uns genau an alles. Hier, da ist die Feuerwehr. Und da ist die Feuerwehr. Das muss man genau angucken alles. Leute, das muss man alles genau angucken. Da ist der Bach. Der fließt hier durch, ja, die Brücke. Komm kurz hin, der war schwarz hier laufen. Wenn man kurz nach vorne guckt. Der Fluss oder Bach, wie man es nennt, ist das. Da auch nicht schön. Das Wasser. Das ist schön klar. Das ist schön sauber, heißt es auf Deutsch. Oh. Das ist nicht so ein gutes Zeichen, das jetzt Wörter. Mal. Wir festmachen. Oh.
Nee, mal hier das machen. So. Ach, das ist schön hier. Sonne scheint. Das ist schön, der Bach. Leute, das ist hier wunderschön. Das hinten war aber schwarz. Laufst du mit? Ja. Wir laufen jetzt hier Brücke rüber. Ja, ja. Das ist der Tafel. Heil der Schweiß. Komm mit. Nach unserer Brücke. Da fließt zwei Flüsse. Na, ist so schön gemacht. Aus dem Unterlöburg. Kann man es hier mal hinhocken. Achso, man kann nicht weiter rumlaufen. Warum dann? Ja. Komm, wir laufen da lang. Jetzt zurück zur Auto, wir gehen weiter. Wir gehen zu unserem Hauptziel. Das ist doch cool gemacht. Ich bin doch angespannt, ich war's nass. So. Jetzt haben wir da rein, springst du fest, wirklich nass. Versuchen wir unsere Eichenaufnahmen. Oh. So, also ich finde das hier wunderschön, dass du so, ja, so kleine Insel hast. Hier, den einen Fluss und den anderen Bach oder was es ist. Eine kleine Insel. Oder wie? Wie sie es halt machen. Da kann man da runtergehen. Da kommt man sogar hier runter. Ah, das ist rutschig. Ja. Mal ein Gewehr drauf. Und da steht der Kinder Alex. Der Baby, fahren wir weiter auf Touren. Also, das war's jetzt, Leute, das Schloss Wiesenfels. Super, nächste unserer Tour geht's weiter. Wie gesagt, nach Turnau, Schloss Turnau. Das ist hier das Schloss, wo sie die fünf Freunde in dem Bereich, wo alles, was sie im Schloss gedreht haben, seht ihr dann das Schloss, was sie gemacht haben. Turnau. Also geht's weiter. Eigentlich Schweiz ist wunderschön. Kamera läuft. Wohin weiß ich nicht. Hm? Hinten läuft die Kamera. Die läuft einfach. Oh, wohin dann? Immer die Nase nach. Okay. Dann darfst du die Kamera rein. So, warten wir mal. Erst anstellen. Sonst wird der Gießen noch verhaftet. Na, Strom, was läuft hier? Wie gesagt, Sam.
Das ist ja blöd, jede Bewegung oder Max schläft sie immer gleich an. Kamera läuft doch. Ich sehe gerade, ich muss ja gar nicht. Da ist sie doch. So. Lass sie laufen. Ja, muss jetzt ein Kennzeichen drauf machen. Ah, so. Motor starten. So. Motor starten. Motor gestartet. Und dass du das hier nimmst? Ja. Ja, kannst du das drauf. Und weiter geht's. Guck mal, das war das. Gezeigt zurück. Über die Straße geht zur River? Ja. Ja, es geht rüber. Da nimm du. Nimm von der Burg. Nimm die Burg als Ziel. Nimm das Fünfziel. So. Das ist dann Ziel vom Film. Hab ich doch. Jetzt verschwindet sie wieder. Rechts, rechts. Dann nimmst du einfach, wenn sie verschwindet, im Fluss. Dann rechts abbiegen. Dann Fluss auf wieder. 22. Ja, im Fluss halt, was soll interessiert? Du kannst halt zu baden gehen. So, jetzt gehen wir rüber. Dann kannst du mal den Fluss. Rechts abbiegen auf B22. Das ist rechts. Sandieren. Wo will der jetzt hinfahren? Was ist, da, was ist denn das für ein Ziel? Ich weiß es nicht, die will irgendwo hin. Muss ich machen. So, einmal rausgeben. Fahrt beenden. Ich gebe einfach hier an. Schloss Thurnau! Hat da Nacht kostet 104 Euro, aber wollen wir nicht. Hol deinen Wagen. Starten. 23 Kilometer. Auf B22 nach Westen starten. Wir sind noch 23 Kilometer. Ja, 17. Ach, das Auto soll deins darstellen. Ja, so ein Diesel. Lustig. Kannst du zeigen? Das ist lustig, lustig. Das ist das Auto. Da musst du es hier, dann hält das Ding wieder reinstecken. Strom. Und? Das Ding Strom hinten. Der Anschluss da hinten. Ja. Ja, die Hand funktioniert nicht so richtig. Nach dem Bruch. Stimmt. Halt's einfach. Ja. Ich halte es einfach ganz normal, ich halte davon an. Da vorne kann ich anhalten. Da wo wir denn das haben? So. Ja. Keine Ahnung. Da hinten ist der Stecker. Da habe ich vorne aber nichts. Ein geheimnisvolles Tal. Eine abgelegene Burg. Ein uralter Fund. Wie kann das sein? Fünf Freunde, das sind wir. Die berühmtesten Freunde der Welt in einem Abenteuer, George! Das vor 65 Millionen Jahren begann. Wir sind fünf Freunde. Das muss es sein. Das Tal gibt es wirklich. Fünf Freunde, das fünf Freunde und das Tal der Dinosaurier. Das ist Julian, Anne und das ist mein Cousin. Dick. Demnächst im Kino. Verdammt! Weit kann's nicht mehr sein. Gott sei Dank regnet es nicht. Kann ich euch irgendwie helfen? Haben Sie ein Zimmer für uns? Klar, ist ja schließlich ein Hotel. Dieses Fossil hier ist der Knochen eines Dinosauriers. Der Finder dieses Knochens, Kurt Weiler. Alf!
Er ist Betrüger. Er hat den Knochen gestohlen. Und es gibt noch ein ganzes Tal. Hör gefälligst auf, solche Lügen zu verbreiten. Du bist Marty, richtig? Das Tal gibt es wirklich. Und wir werden es zusammen mit ihm finden. Jemand hat das Foto gestohlen. Was? Was bedeutet das eigentlich? Dass alles gut wird. Um mit der Karte etwas anzufangen, muss der Typ zu den Zwillingsbrüdern. Hier. Wollt ihr die Tour machen? Dann müsst ihr euch hier eintragen. Das ist die letzte für dieses Jahr. Ich wusste gar nicht, dass ihr gerne wandert. Die fünf Freunde, Julian, Dick, Anne, George und Timmy, begeben sich mit einer geheimnisvollen Wandergruppe. Hey! Einer von ihnen muss der Täter sein. In ein großartiges Abenteuer, das vor 65 Millionen Jahren begann. Pass auf! Auf keinen Fall mit Gewalt aufbrechen! Nusselig? Das Herz lügt nicht. Es hat seine eigene Sprache. Timmy ist unsere einzige Chance. Ihr seid verrückt. Fünf Freunde und das Tal der Dinosaurier. Wie ist die Tonqualität? Ab 15. März im Kino. So. Man darf das nicht bewegen, wie Radgrundstück, aber runterlaufen kann man. Nur das da. Da kann das Gebäude, das ist von den fünf Freunden als Pension zu sehen. Wo die fünf Freunde übernachtet haben, das ist ein Gebäude von ein Nebengebäude von dem Schloss. Also es ist ein Oberhalb des Schlosses, Wiesenfels. Da steht auch ein Balkonstück. Also darf man vielleicht schon hochlaufen? Nein, nicht. Und da steht irgendwas Beschreibung. Schlossführung. So. So. Noch eine gute Aufnahme. Und das war das Haus. So. Foto. Ja, so schaut es in echt aus. Ja, wir gehen ins Auto. Das ist ein ganzes Schloss. Das ist an der anderen Seite, das ist so. Ja, Schloss, klar, keine Burg. So, die Burg. Wiesenfels. Das konnte man sehen beim Fünf-Freunde-Film. Diese Aussicht muss man nachts haben. Wenn nicht das da und dahinter dann das Haus. Wie gesagt, das ist mal unten. Da ist das alte Feuerwehr. Da ist das Schloss. Das ist Barbara, Cousine Barbara Schwarz. Und Gizmo und das ist das Ding. So habt ihr es in Film gesehen, Fünf-Freunde. Fünf-Film. Oder Fünf-Freunde in Tal der Dinosaurier. Wo sie im Schloss benachtet haben. Und dann fahren wir dann zum Schloss hin, die Innenaufnahmen, wo sie gemacht haben, alle Innenaufnahmen von dem Schloss, wo sie benachtet haben, die fünf Freunde. Das ist nämlich Turnau, Schloss Turnau in Turnau. Und da ist auch gedreht worden am Rathaus, das Museum, zu sehen im Film, und in 1 der Blumenladen. Als in echt ist das Töpfereimuseum. Nur die Garage hat sich verändert, die Garage haben sie erneuert. Aber das ist doch geil. Nur sagen, wunderschön. Und da ist die Feuerwehr. Das muss man genau angucken, alles.
Leute, muss man alles genau angucken. Da ist der Bach, da fließt hier durch, da ist die Brücke. Komm, kurz hin, war aber schwarz hier noch. Wenn man kurz nach vorne guckt. Der Fluss oder Bach, wie man es nennt, ist das. Da staut sich schön das Wasser. Es ist schön klar, es ist schön sauber, heißt es auf Deutsch. Oh, das ist nicht so ein gutes Zeichen, das hat Wörter. Ja. Komm, wir können laufen da lang. Jetzt zurück, wir können weiter. Da geht es unser Hauptziel. Das ist doch cool gemacht. Ganz ähnlich, ganz auch ganz massiv. Wir gehen trotzdem geradeaus. Hör auf dein Herz und
Fünf Freunde, endlich erwachsen. Die fünf Freunde sind immer noch die besten Freunde. Mit Mitte 20 leben sie zusammen in einer WG und meistern die Abenteuer des tückischen Alltags. Tja, ich wusste gar nicht, dass ihr gerne wandert. Die fünf Freunde, Julian, Dick, Anne, George und Timmy, begeben sich mit einer geheimnisvollen Wandergruppe. Ein großartiges Abenteuer, das vor 65 Millionen Jahren begann. Fünf Freunde. Fünf Freunde, das sind wir. Hey! Was? Willst du mit dabei sein? Das Leben kann toll sein. Sag, bist du bereit? Ich hab so ne Ahnung, jetzt ist es soweit. Sind wir Freunde für alle Zeiten? Die Antwort ist ja. Halten wir für immer zusammen? Die Antwort ist ja. Freunde sind wir für alle Fälle. Freunde.